Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, ich habe jetzt die werte Dame erstmal ausgerüstet. Hab mir jetzt auch Gedanken gemacht, wie, wann, was wir jetzt so machen. Das Problem wird sein, wenn ich sie jetzt verteidige und da jetzt jeden abknall, habe ich die Befürchtung, dass ich mir meine Energiewaffen kauftechnisch abschminken kann. Lass ich sie einfach sterben? Auch nicht so meins. Heißt, ich brauche noch irgendwie eine Zwischensache. Deswegen hatte ich gedacht, okay, gut, lasse ich das erstmal ruhen. Und dabei ist Folgendes passiert. Jetzt sprechen wir einmal kurz mit ihr. Tja, jetzt, wo ich aus dem Outpost raus bin, frage ich mich, ob du was gegen den Umweg hast. Ich will das Ende der Cassidy-Karawane würdig begehen und danach sehen, wo meine Leute gestorben sind. Haben eine Kartenmarkierung gekriegt und einen kleinen Dialog, wo es heißt, ja, was mit ihrer Karawane passiert ist. Also sie möchte sozusagen ihre alte Karawane, den Rest davon, die letzte Dings ist. Und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir ja jetzt gespoilert sind durch Gleich und Gleich, dass das sich darum handelt und dass wir da irgendwie was finden. Mal schauen. So. Wo ist ihre Karawane erwischt? Oberhalb von Vegas, habe ich gehört. Aber weil ich da gerade im Mojave Outpost festgesessen habe, konnte ich nicht gleich hin, als ich es gehört habe. Ist Wochen her seit dem Überfall. Ist wahrscheinlich inzwischen ein Cazador-Nest. Wie haben Sie davon erfahren? Hab von Rangern gehört, was passiert ist. Müssen über genug Trümmer gestolpert sein, um sie zu identifizieren. Glauben Sie, dass da noch was übrig ist? Ist wahrscheinlich nur Wunschdenken meinerseits. Wenigstens können wir Ihnen die letzte Ehre erweisen. Ich habe Ihnen das eingebrockt. Wenigstens das schulde ich Ihnen. Dann mal los. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Ein Teil der Karawane ist nur noch Asche. Aber wir hatten mit Raidern und neugierigen RNK-Grenzern gerechnet. Könnte also doch noch was über sein. Wenn ich dabei bin, sollte es leicht zu entdecken sein. Und ich will die Leichen mit eigenen Augen sehen. Ich habe noch ein paar Fragen. Dann stell halt deine Fragen. Hätten Sie Interesse daran, mir nach Freesides zu folgen? Ich bin dir schon auf den Fersen, oder? Geh weiter, ich folge dir. Okay. Dann stell halt deine Fragen. Woher haben Sie diesen Anhänger? Ein Geschenk von meinem Dad mit meinem Namen. Rose of Sharon Cassidy. Mom meinte, er hatte den Namen aus einem alten Weltbuch über irgendwelche Pilger. Klingt trotzdem niedlich. Jedenfalls ist der Anhänger eine kleine Rose. Dachte erst, es wäre eine von Moms Stammeshalsketten, aber nein, das kam von Dad. Ihre Mutter gehörte einem Stamm an? Du weißt schon, so Stämme wie im Osten. Hier im Westen gibt's die auch, aber die RNK treibt sie zusammen und domestiziert sie. Mom kam von östlich des Colorado. Keine Ahnung, welcher Stamm. War noch, bevor Caesar die Stämme eingesammelt und zur Legion gemacht hat. Sie ist ewig gelaufen, bis sie über meinen Dad gestolpert ist. Der hat sie überzeugt, nicht mehr zu laufen. Zum Glück war er ein ziemlich geiler Bock. So könnte man das auch ausdrücken. Hab Mom nie danach gefragt. Sie hat sich nie über ihn im Bett beschwert. Erst als er weg war, hat sie gemault, dass es ihr nicht mehr besorgt. Reden wir über ihren Vater. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich klein war, ging er nach Osten und kam nie wieder. Klingt nicht nach ihm, seine Familie im Stich zu lassen. Das Warten hat Mom umgebracht. Aber sie musste mich ja großkriegen. Hat so lang durchgehalten, bis ich alt genug war, mich für Jungs zu interessieren. Dad hat sich wohl verlaufen oder ist gestorben. Passiert. Und ich weine mich deshalb nicht in den Schlaf. Heb dir das Glas dafür eine Heulsuse auf. Wissen Sie, warum er nach Osten gegangen ist? Keine Ahnung. Als er ging, war ich noch zu klein, um zu verstehen, warum. Und als Mom starb, zu hormongeladen, um zuzuhören. Hab seinen Namen, seinen Anhänger und das war's. Wo haben Sie schießen gelernt? Ich bin auf die Schule der knappen Kronkorken gegangen. Muni ist teuer.
Also muss jeder Schuss zählen. Und mein Dad war ein echter Meisterschütze. Da will ich dem Familiennamen alle Ehre machen. Nicht aus Stolz, sondern als Zeichen meines Respekts. Und wo haben Sie gelernt, mit Dynamit umzugehen? Dynamit braucht man, wenn einem die Kugeln ausgehen, man einen Pass räumen oder die Geckos von der Karawane vertreiben will. So ein Wirbelsturm aus einer Kluft kann einen Pass ratzfatz blockieren. Also lernt man, mit Pulver umzugehen, um nicht wegen sowas unnötig festzusitzen. Auf jeden Fall schieß ich lieber, wenn's Ärger gibt. Keine Sorge, wenn's hart auf hart kommt, dann übernehme ich schon meinen Teil. Können Sie auch mit anderen Waffen umgehen? Meinst du Speere und so? Nee, keine Ahnung davon. Mom war zwar eine Stammesangehörige, aber sowas hat sie mir nicht beigebracht. Ich hab genug gehört. Los geht's. Na schön. So, wie gesagt, wir haben ja jetzt sozusagen einmal die Möglichkeit, das jetzt irgendwie zu finden. Jetzt muss ich gucken, Nordpassage? Haben wir keine Aufgabe gekriegt? Ach doch, hier. Geplünderte, ach, da unten. Okay, das ist direkt neben der Raststätte. Ja gut, ist ja von hier drin nicht möglich. High Roller Suite. Genau, so, dann wollen wir mal wieder ins Casino. Und dann auch wieder raus. Ich habe ja jetzt mal den guten Amerikaner erstmal in die Hand gedrückt, weil so viele gute Waffen habe ich noch nicht. Dass ich sie auch schon verteilen kann. Ja, Munition dafür und halt eine ganz normale Metallrüstung. Auch Rüstung ist jetzt noch nicht so viel dabei, wo ich sagen kann, yo, das ist gut. So, und ich selbst natürlich... Ach, die Attentäter schon wieder. Na denn... Gucken wir mal. Ja, komm, lad mal nach. Haben wir ihn? So, und du willst dich jetzt auch noch mal mit mir anlegen hier? Na, dann komm. Total daneben. So. Eieieiei. Bei dir alles okay? Soweit alles okay? Ja, da haben wir mal wieder ein bisschen Legion gehabt und der Fritz ist tot. Och, das ist ja doof. Plastiksprengstoff, ja, wir nehmen erstmal alles mit. Erstmal alles mitnehmen, mal gucken. So, zum Glück habe ich immer noch eine etwas stärkere Waffe dabei gehabt. Was haben wir hier? Ein Söldner. Der Ärmste. Der hat es natürlich jetzt auch nicht gepackt. Gut, nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Schaffe ich es noch bis zur anderen Leiche rüber? Ich hoffe. Ja, eben waren wir noch total unterladen. Jetzt sind wir überladen. Hahaha, das ging ja schnell. So, ich esse nochmal kurz mindestens einen Mini-Burger. Das ging ja jetzt schnell mit den Attentätern. Ne, ich hab mich schon gefragt, wann die das nächste Mal wieder kommen. So, dann gucken wir mal. Kriegen wir davon was jetzt zusammen hier besetzt? Um halt wenigstens ein bisschen einzusparen an Gewicht. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Von denen hier natürlich nicht so wirklich. Wenn man dann an Waffen alles Mögliche. Aber wirklich alles Mögliche. Na gut, ja. Lief ja schon mal ganz gut, ne? So, wir sind auch wieder voll. Somit passt das jetzt erstmal. Kommen wir wenigstens nochmal da hinten rüber. Die Legion-Sachen sind ja ein bisschen blöd. Die kann ich meinem Begleiter nicht in die Hand drücken. Die muss ich ja selber tragen. Gott, es
ist ja fast nichts mehr über. Sieht aus, als ob jemand auf Blut aus war. Der Großteil der Ladung ist nur noch Asche. Nicht verbrannt, eher disintegriert. Beim Bericht dachte ich, dass sie mit Asche verbrannt meinten. So dicht an den Mauern von Vegas. Das ist noch am schlimmsten. Muss aber tagsüber passiert sein. Sie hatten kein Lager aufgeschlagen. Warum hätten sie das tagsüber tun sollen? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie darauf gehofft, dass die Karawane geblendet ist. Vielleicht haben sie im Hinterhalt auf der Lauer gelegen. Wir sollten den Wagen überprüfen. Vielleicht haben sie nicht alles mitgenommen. Alles, was wir finden, gehört dir. Das Mindeste, was ich tun kann, wenn ich dich schon hier rausschleppe. Okay. Ein Baseball, ein bisschen was zu essen, Sensoren und Wodka. Buff-Out und Kronkorken, aber hier wirklich direkt zur Asche. Das, was meiner Karawane passiert ist, scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, von dem ich gehört habe. Eine unserer Karawanen ist vor ein paar Monaten überfallen und auch verbrannt worden, zusammen mit der Ladung. Ich frag mich, ob er den gleichen Fehler gemacht hat und die Karawane auch mit Energiewaffen überfallen wurde. Sollen wir uns das mal ansehen? Ja, ist aber ziemlich weit ab vom Schuss. Ein Riesenumweg. Bist du sicher? Dann mal los. Geht klar. Lass uns losgehen. Okay. Entladen Energiezelle klein. Auch nochmal eine. Ziemlich abweit vom Schuss. Wo willst du mich denn jetzt hinhaben? Ah. Na gut. So, wir haben aber hier nochmal 2, 3 rote Punkte. Was haben wir denn hier? Oder wen haben wir jetzt hier? Wenn ich mich jetzt schon überladen soll, dann will ich es richtig machen. Hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Geschossen wird schon mal ohne Ende. Ach, ein Unhold. Ja, Unhold können wir mitnehmen. Die sind nicht so schwer. Ja, duf, 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 duf. Ich mag das Geräusch. Das, was ich aber nicht mag, ist so krass hier zu überladen, da irgendwie versuchen reinzustürmen. Ja, ich werde da nichts machen können, ne? Naja. Okay. Die sind jetzt direkt gegen die RNK angelaufen. Auch nett. Da hinten war sogar noch irgendwo einer. Habt ihr gut gemacht. Roter Anstrichnot. Ja, der gute Amerikaner, der ist gut, ne? Habe ich selbst schon ausprobiert. Bloß ich brauche dafür eher ruhige Hand. Und wollte jetzt ja nicht... Na gut, den treffe ich ja nicht. Ich kann es ja richtig abfahren. Guck mal, der hat sogar noch... Energiewaffen. Jetzt muss ich aber mal gucken hier. Blups. Dann machen wir hier alle mal rein in einen. Die Steppenrüstung kriegen wir zusammen. Ja komm, auch wenn es jetzt Verschwendung ist. Ich will mich ein bisschen bewegen können. Wenigstens ein bisschen. So viele verschiedene Waffen. Yeah. Idee. Ich muss laufen können. Helf mal bitte. Möchte doch nur ein bisschen laufen. So. Buschbüchse. Mhm. Hier kommt Sprengstoff, Jagdschrotflinte. Die hatten wir auch schon mal in der Finger. Habe ich gerade Lackierpistole gelesen. Ich wollte gerade sagen, was machen wir hier mit einer Lackierpistole? So, die Granaten, Superhammer, Tapperbüchse. Die Wurfspeere. Stimmt, ich laufe hier noch in meiner Charisma-Klamotte rum. Oh, 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 oh. So, Söldner müsstest du tragen können. Die dürftest du nicht tragen können. Gut, hat nichts abgeschmissen.
Bin gar nicht in meiner Kampfrüstung. So, aber das sah so aus, als wenn da hinten schon wieder welche zu Boden gegangen sind. Jetzt wollen wir noch mal kurz gucken hier. Ah, da hinten. Okay. So. Dich beraube ich mal kurz. Genauso wie dich. Und frage, warum kriege ich hier keine Strahlung, wenn hier so Fässer rumliegen? Meine Strahlenresistenz ist ja mal richtig gut. Die taugt was. Ah, da hinten ist die verbrannte Leiche. Okay. Büros von... War das nicht das Ding hier mit den ganzen Fallen? Möglich. Möglich. Das Ding war doch hier, das mit den ganzen Fallen, oder nicht? War das nicht mit den Technologies? Na gut, aber machen wir jetzt erstmal hier weiter. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zur Farm rüber. Ja, das geht ja schon mal gut los. Messer ziehen, obwohl wir hier schon Gefahr haben. So. Ja, irgendwann werde ich treffen. Wir müssen aufpassen, dann wird wohl wahrscheinlich gleich wieder jemand mit einer... mit einem Granatenwerfer rauskommen. Nee? Diesmal nicht. Gut, gleich wieder alles mitnehmen. So kann man sich natürlich auch Schrott zusammensammeln, ne? Gut, Eieruhr und Co. Jetzt gucken wir mal, was haben wir jetzt hier noch? Lederrüstung verstärkt. Sachen sind ja noch fast in neuen Zustand. Aber nur fast. So, Söldner Unruhe. Ja, komm, eigentlich ist wurscht, ne? Aber zusammen gemixt, fertig. So, sind schon wieder fast jagdbereit hier. Gut, Idee. Mein Mülleimer für alles. Nimm nochmal hier ein bisschen und so, ne? Das stört dich ja nicht. So, das Bandana. Die Lederrüstung. Die Raiderrüstung. Die Söldner. Den Unhold. So. Ah, so ist es schon mal schön. Da hinten soll auf jeden Fall nochmal was sein. Irgendwas ist da. Ah! Die Viecher wieder. Den einen ja schon erledigt. Meine Güte, ihr seid ja flink. Ja, aber mit dem guten Amerikaner kann sie gut umgehen. Darf sie auch erstmal behalten. So, und der hatte nichts. Denn jetzt auf zur Karawane. Jetzt bin ich mal gespannt. War die da vorher auch schon? Das würde mich jetzt mal interessieren. Als wir hier lang gelaufen sind, war die noch nicht da, oder? Lag die da schon? Diese Karawane wurde von noch mehr Energiewaffen erwischt. Die Mörder haben alles mitgenommen. Das Gemetzel sieht nach Bruderschaft aus. Aber die macht sowas nicht. Hierfür gab es mit Sicherheit ein Motiv. Sehen wir uns mal etwas um und schauen, was wir finden können. Vielleicht ist was in den Trümmern. Ja, ich weiß, wie gesagt, Bruderschaft, ne? Ist es nicht. Was ist denn das? Schau dir mal die Karte an. Das ist die Route westlich von Vegas und da ist noch ein Punkt markiert. Da drüben, in der Senke. Das ist doch verrückt. Mitten im Nirgendwo. Sollten wir uns mal ansehen. Ja, irgendwas stimmt nicht. Das spüre ich. Ist nicht dichter dran als vorher. Wenn du lieber nichts machen willst, lass es mich wissen. Die Zeit nehmen wir uns. Geht klar. Lass uns losgehen.
So, aber ich sollte vielleicht noch mal kurz überprüfen, wie viel Munition du noch hast. 300 Schuss nur noch. Ah, Plasmagewehr. Nehmen wir uns hier erstmal noch mal ein bisschen Schrott mit. Ach, das sind die Viecher wieder. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwo in der Versenkung. Wo willst du mich denn jetzt hinhaben? Da drüben. Mhm. Direkt neben der Pumpstation. An und für sich. Ja, warum denn nicht? Aber ich frage mich echt, wo sie jetzt die Notiz her hat. Da haben wir noch nicht mal was geplündert gehabt. Na gut, dann gucken wir doch mal da nochmal nach. Könnte echt einen Wink brauchen. Wer oder was schießt hier? Da richtig Krieg ausgebrochen hier. So, wer ist jetzt zu Boden gegangen? Da kullert irgendwas. Wieder ein Unhold. Reloot für mich. Ein weiterer Unhold. Reloot für mich. So kann man natürlich auch sein Geld machen. Man läuft hier einfach nur querbeet durch Vegas und macht einen auf Sammler. Warum denn nicht, ne? So. Dann schauen wir doch mal. Da jetzt noch irgendwelche Hinweise finden. Weit war das ja eigentlich nicht weg. Ja, hier. Wann? Noch eine Karawane. Verbrannt. Aber hier hatte jemand ein Lager aufgeschlagen. Und niemand hat von diesem Angriff gehört. Sehen wir uns um. Hier ist doch was faul. Ja. Die Van Gruffs liegen hier. Und Wache der kaminroten Karawane. Und entladene Energiezellen. Jetzt warte ich eigentlich... Das war's. Genau. Das ist alles, was wir brauchen. Die kaminrote Karawane und die Van Gruffs. Sie stecken hinter dem Abfackeln dieser Karawanen. Und dafür werden sie bezahlen. Ich hol mir extra Muni, ein paar Flaschen Whisky und dann zeige ich denen, wie Kesse die Rechnungen begleicht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir können Beweise sammeln und sie der RNK überlassen. RNK? Hast du den Verstand verloren? Das könnte Jahre dauern. Und durch den Krieg mit der Legion haben sie keine Zeit, sich um die kaminrote Karawane und die Van Gruffs zu kümmern. Das heißt, wir könnten jetzt bei der kaminroten Karawane ordentlich Remi Demi jetzt noch plus mitmachen. Ah, ich will noch nicht den Energiehändler verlieren. Ich habe noch keinen anderen. Oder ich kenne noch keinen anderen, sagen wir es so. Der Schaden für die Van Gruffs würde langfristiger sein und nach Westen reisen. Geht klar, wenn du bei den Van Gruffs und Alice nachbohren willst. Aber wenn ich eine von beiden in deren Lager sehe, dann fliegen die blauen Bohnen. Ganz egal, was du sonst noch findest. Okay, ich habe genug gehört. Los geht's. Na schön. In Silver Rush im Freeside nach Beweisen für die... okay. Und bei den Karawanen. Das heißt, da dürfen wir sie ja denn sowieso nicht mitnehmen. Sind wir erstmal hier mit. Wenigstens eine Repetierschrotflinte. Und was hattest du? Eine Kampfrüstung. Und auch wieder ein Plasmagewehr. Standard. So, dann machen wir mal anders. Ich habe doch hier mein
U35 dabei. Können wir nochmal ein Plasma reinmachen, dann ist das wieder voll. Kleidung. Meine verstärkte Kampfrüstung kann auch mal ein Upgrade gebrauchen. Findet die ganz supi. Und jetzt sind wir immer noch leicht überladen. Wie machen wir das jetzt am döfsten? Bin sowieso fast überladen. Ein bisschen hier rumgetuppelt. Und schon kann man nichts mehr mitnehmen. Ist schon cool. Ja. Wir hätten jetzt bei der Aufgabe einmal bei der kaminroten Karawane und natürlich einmal bei den Van Graffs. Das Problem ist, ich versuche hier gerade noch ein bisschen mehr in die Fähigkeiten reinzugehen, damit wir uns halt auch ein bisschen mehr erlauben können. Unser Schleichen ist halb gut. Halb. Kann ich noch mit Stealth bei ausgleichen. Okay, in Ordnung. Aber so der Rest, Energiewaffen ist jetzt bei der Hälfte. Falschen fehlen noch 10 Punkte. Reparieren fehlen noch 20 Punkte. Sprache könnte auch nochmal 5 Punkte vertragen. Ist halt, ja, weiß ich nicht, ein bisschen schwierig momentan. Deswegen versuche ich ja ein bisschen die Questen aufzusetzen. Ja, gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt sowieso oder so von ihr erstmal trennen. Weil sonst kann ich da sowieso nicht rein. Hast du schon Beweise gefunden? Ich werde nicht ewig warten. Noch nicht. Ich habe mich zurückgehalten und sie nicht mit Kugeln durchlöchert. Aber ohne gute Gründe warte ich nicht mehr, sondern gehe bald mein Mütchen kühlen. Ja, nicht, dass das jetzt, los geht's. Nicht, dass das jetzt heißt, dass sie jetzt gleich auf eigene Faust handelt. Ich speichere lieber nochmal vorher. Wir sind jetzt nur ins Lucky 38 schicken. Bis erster. Hier trennen sich unsere Wege. Keine Musik? Geheult wird erst, wenn mich keiner sieht. Okay. Gut, es wird Zeit für die Rückkehr zum Lucky 38. Ich ziehe jetzt lieber alleine weiter. Geht klar. Dann ist es wohl wieder Vegas. Es ist widerwillig ins Lucky 38 zurückgekehrt. Ja, aber ist momentan erstmal das Beste. Dann müssen wir unsere Bones wieder abholen. Gut, dann machen wir es jetzt nochmal anders. Das heißt, auch das legen wir jetzt erstmal auf Eis. So, und jetzt muss ich sowieso nochmal wieder zurück zum Nordtor. Dann gucken wir mal, dass wir auch mal ein bisschen Legion-Zeug verkaufen gehen in der nächsten Folge. Nicht so viel piepen hier. Das heißt, ich bastel mir jetzt dann noch mal ein bisschen Legion-Zeug zusammen. Ich bin auch mal ein bisschen RNK-Zeug zusammen mixen. So, dass wir nur eins haben. Und vielleicht auch mal ein bisschen davon verkaufen. Mal sehen, ob wir dafür einen Abnehmer finden. Und uns so erstmal ein paar Kronkorken mal wieder reinholen. Und ja, ich will immer selbst. Wo soll's hingehen, Pop? Natürlich in die Präsidenten-Suite. Und da wir jetzt gerade sowieso eigentlich hier sind, Moment, machen wir nochmal. Fällt mir nämlich gerade ein. Gehen wir mal ins Penthouse. Das ist das Penthouse? Ja. Hallo Süße. Mr. House wartet in seinem Büro auf Sie. Denn wir haben doch noch. Genau, ich habe ein paar Schneekugeln für Mr. House Sammlung gefunden. Sie haben welche? Ach, das ist ja wunderbar. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zum Rest der Sammlung. Dankeschön. Auf Sie, Dersehen. So, die müssten ja jetzt eigentlich bei uns sein. Das sind ja nur zwei gewesen. Ja, Präsidenten-Suite. Idee, du kannst wieder folgen, ne? Mir nach. Ist eigentlich noch eingestellt. Nee, warten ist eingestellt. Jetzt. Ja, gut, folgt mir wieder. Gut, dann mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Organisatorisches und dann gucken wir, dass wir gleich nochmal ein paar Kronkorken kriegen. Und dann schauen wir in der nächsten Folge
wieder rein. Also, schaltet wieder ein und bis denn.